Yo Leute, was geht ab? Pandero wieder im Apparat, beziehungsweise im Video. Wir haben jetzt diese kleine hässliche Biatch besiegt. Aber das war noch nicht alles. Wir bekommen jetzt so ein kleines hässliches Pokémon namens Formeo, was immer so ein scheiß Wesen hat. So, was hat's gesagt? Kann nur Scheiße, brauchen wir gar nicht für unser Team. Vor allem erstens, weil es schwach ist und zweitens, weil wir kein Normal-Pokémon in unserem Team haben wollen. Somit ist es das erste Pokémon, was froh darüber sein kann, in der Box zu landen. Und heute habe ich mit euch was ganz Spezielles vor. Was ganz Spezielles. Vor laufender Cam, die Cam ist gerade an. Hi. Werde ich... Ich mache erstmal hier... So, ich habe ein bisschen... Erstmal angehalten, das seht ihr dann im Video. Mein Handy! Ha! Ich werde jetzt die Pizzeria anrufen und mir eine Pizza bestellen. Ich habe jetzt einfach Bock drauf. Dazu muss ich... so einrichten. So, komm. So, genau. So dürfte man es eigentlich hören. Warte. Da. Jetzt aber. Jetzt ist gut genug, glaube ich. Ich werde jetzt die Pizzeria anrufen und mir eine fette Pizza bestellen. Ich habe auch hier ein bisschen Geld einstecken und so. Nee, who's ne? Und ich mach das jetzt. Bah! Hier ist Maike. Genau, da kommt Maike. Da bestelle ich mir jetzt mal meine Pizza, nicht? Also, Vorwahl von unserem Ort. So. So. Hey, ich habe sogar seine Nummer hier eingespeichert. Cool. Ja, hallo, ich würde gern was nach Hause bestellen lassen. Ja, genau, zum Liefern. Einmal die Pizza, boom. Das war's, ja. Okay. Alles klar, dankeschön. Ciao. So, jetzt bin ich glücklich. Jetzt bekomme ich meine Pizza. Ach, mein Vater hat mir extra Geld gegeben, dass ich anrufen kann. So. Weiter geht's mal jetzt hier im Text. Uäh! You racist bastard. Los, Dark Void, tu es! Alter, ich hab keine Lust. Verdammt. Ich hab keine Lust, dass er jetzt. Okay, der schreckt zurück. Gut. Weil Uppercut kann mit seinem Surfer und alles nicht besonders viel anrichten, aber dafür gegen ihr Jungblut. Und das war ein One-Hit. Als nächstes hier Knilz, welches wir mit, die mit Satan alle machen werden. Und Knilz wurde besiegt! Muy Chok. Einfach nur Muy Chok. Wait, wir bekommen vor allem zwei! Schüchlern in the house. Das ist die Attacke Fliegen. Hier, ich zeig's euch gerade mal. Da, Fliegen kann natürlich keiner von mir erlernen. Müsste mir dazu noch ein extra Pokémon fangen. Ich übergehe erstmal diese ganzen Trainer hier. Geh ins Pokémon Center. Okay, jetzt kann ich gegen die Pokémon Trainer hier kämpfen. Einmal so ein kleiner Ninja-Junge Saul heißt er. Saul, ciao. Und sein Smogon wurde gewone-hitted. Und sein nächster Smogon wird auch gewone-hitted von Uppercut. So, in einer halben Stunde, 40 Minuten kommt meine Pizza. Finde ich gut. Finde ich gut. Äußerst Chock-Cell. Muy Chock. Und Ninjas wurde gewone-hitted. Way! Und Uppercut Level 32. Woo! Geilo Matico in das Haus. Und nochmal Pokémon schnell heilen. K.
Okay, noch können wir nicht in die Arena reingehen, was durchaus schade ist, aber das macht erstmal nichts, weil seht ihr, der Weg ist hier versperrt. Heißt, wir müssen uns erstmal so ein spezielles Murder-Tool von unserem alten Freund holen, nachdem wir natürlich diese Trainerin hier besiegt haben, die wir mit so einem schönen Kreis einmal umrundet haben. Goldini, Goldini. Well, Dreschflegel for the win, oder was? Well, was genau? Ein Walmer. Well, Knecht kriegt ein Item. Cool. Jetzt tue ich es wieder mal zu Tode bissen. Ja, Schreck zurück. Ja, Schreck zurück. Ja, ist tot. So, nicht wundern, wenn die Kamera einfach ausgeht, weil ich kann nur bis 10 Minuten aufnehmen. Keine Ahnung, warum, ist irgendwie voll merkwürdig. Vor allem, weil das Pokémon ein Geradax, ein geradeaus Dax. Aua. Hier erstmal gegen diesen Vogelfänger kämpfen. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ich hab so Hunger. So. Ich werde dann auch noch ein Video machen, wie ich meine Pizza hochhole. Und dann gibt's einen auf Pandiro, nimmt auf und ist dabei live in der Cam, würde ich mal sagen. Aber hier ist erstmal Troy, der uns auch nicht durchlässt. Denn hier bekommen wir das Devon Scope, womit wir dieses unsichtbare Pokémon sichtbar machen können. Und es ist ein Kecleon. Welches ein Pokémon ist, mit der Fähigkeit Farbwechsel, heißt, greifen wir es jetzt mit der Attacke Abschlag an, welches eine Unlichtattacke ist, so wird es zu einem Unlichttyp. Das gleiche passiert jetzt auch, wenn ich mit Surfer angreife, dann wird es zu einem Wassertyp. Und immer so weiter. Und wenn wir das geschafft haben, dann bekommen wir das Devon Scope und können alles Unsichtbare sichtbar machen. So, besiegt. Devon Scope erhalten. Und Troy ist weggezogen worden. Da wurde er entführt von seinem Vogel. Weil er hat einen Vogel einfach, der Typ. So, jetzt nochmal schnell Pokémon heilen. So, hier ist dieses wilde Pokémon. Das haut ab. Und willkommen in der 6. Arena, Leute. Baumhausen City, die 6. Arena. Leiterin ist Wiebke. Steht hier irgendwas dran? Nö. Hier, na, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ Pandiro? Die Leiterin der Arena von Baumhausen City, Wiebke, ist eine Meisterin der Flug-Pokémon. Die wartet hinten in der Arena auf dich hinter den Drehtüren. Blabla. Voila. So, fangen wir... Ah, genau. Knecht hat ja ein Item. Sonderbonbon! Verarschen! Noch ein Sonderbonbon! Alter, zwei Sonderbonbons! Speichern. Komm schon, Uppercut, versuch. Versuch es. Nein, nicht versuch es. Tu es! Und Dodo wurde gewonnen-hitted! Oh mein Gott! Geil! Oh, sie hat ein Wablu. Fast gewonnen-hitted. Der muss getwo-hitted werden. Way Uppercut, gleich Level 33. Äußerst schockgesell, meine Freunde. So, perfekt. Schwalbini! Schwalbini! Und wurde gewonnen-hitted. Boah, Schwalboss. Feel the note situation. Uppercut Level 33. Bum, bum, para, bum, bum, para, bum, bum, para, bum, bum, para, bum. Shit. Jetzt aber. Komm schon, nur noch den Typ hier besiegen, haben wir es geschafft. Ah, hier. So, und weiter geht's im Text. Alter. Ein Wingull. Tu es abschlagen. Nein! Geht doch.
Das schaffst du, Uppercut, das schaffst du. Bam, one-hitted. Way, Knecht 3 trägt wieder ein Item. Ha, vielleicht wieder ein Sonderbonbon. Och, nö, Superschall. Ja. Nein. So, meine Kamera ist ausgegangen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wie ich meine Pizza bestellt habe. Das wollte ich auch. Und es wurde besiegt. Und Dark Void erreicht auf 31. So, da ist auch Wiebke, aber wir müssen nochmal einen kleinen Abstecher woanders machen. Nicht hier, sondern im Pokémon Center. So Leute, ab geht's jetzt hier in die Arena wieder. Mal gucken, was sich in der kurzen Zeit hier alles machen lässt. Yeah, bam! In your face! So, hier sind wir auch schon bei Wiebke. Ich mach mal hier Pause. Wer ist denn vorne? Nein, der darf nicht. Was hat denn der für ein Item jetzt? Supertrank. Wir machen einfach mal Dark Void nach vorne. Mal gucken, was wir gegen sie ausrichten können. In den letzten 1,5 Minuten. Los, Perplexity. Shit. Dein Doppelteam bringt dir leider nichts, Schwalboss. I'm sorry. Ja, ja, Hypertrank, du mich auch. Hab dich auch lieb. Okay, da war nix. Eine Minute noch, Leute. Perplexity erreicht Level 32. Hier Pelipper, da können wir jetzt wieder Dark Void einsetzen. Einzige, wovor wir Schiss haben sollten, ist Superschall. Und Schutzschild, was wiederum darauf ankommt, wie viel uns Aeroass abzieht. Okay. Und das war schon meine Lieblingsattacke. Bam! Pelipper auch besiegt. Geil! So, für Panzero nehmen wir Satan. Erstmal gucken, wie viel Glut abzieht. Alter, sehr effektiv. Das hätten wir mit Dings one-hitten können. Alter, Leute. Ist nicht mehr lustig? Und Panzero gekillt. Jetzt hat hier nur noch ihr Altaria. Wir haben noch eine Minute Zeit. Hat den Item. Keine Ahnung. Haben wir schon Perplexity. Ja, wurde vergiftet. Geil. Shiat. Komm schon. Das packen wir. Nein! Alter, wir hätten es in dem Part noch packen können. Das schaffen wir. Yeah, geschafft! Woohoo! 6 Orden, Leute! Alter, vor dem... Mach's gut, Leute, ciao!